Herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute kochen wir gemeinsam etwas ja wirklich Deftiges. Denn es gibt Biergulasch mit Brezelknödeln. Ja? Ja, man hat sich gewünscht, dass wir mal was typisch deutsches, Wirtshausmäßiges hier in unserem Kanal präsentieren. Und da sind wir auf dieses Rezept in unserem Wunderkesselforum gestoßen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes machen wir die Knödel. Und da das Brezelknödel sind, im weiteren Süden Deutschlands Brezenknödel, ja, habe ich jetzt schon mal 500 Gramm altbackener Brezen hier in Scheiben geschnitten und in eine Schüssel gefüllt. Da wird der Teig nachher auch drin quasi angerührt oder angeknetet. Als weiteres brauchen wir jetzt unseren Kessel. Den Gareinsatz sollten wir rausnehmen, wenn wir da was drin mischen. Und wir beginnen mit 100 Gramm Zwiebeln. Die habe ich schon mal halbiert. Das Ganze 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern. Mit dem Spatel dann nach unten schieben. Und dann werden die Zwiebeln gedünstet. Und zwar machen wir das einfach dem Geschmack wegen mit 25 Gramm Butter. Ja, das dann 3 Minuten, 120 Grad oder auch Varoma-Stufe, könnt ihr auch machen. Ich mache die Varoma-Stufe und zwar Stufe 1 dann, ne? So, unsere Zwiebeln sind jetzt angedünstet. Da kommen jetzt für unseren Brezelklosteig oder Brezelknödelteig. Es ist das regional unterschiedlich, ob man Klöße, Knödel oder ist das, sind das zwei unterschiedliche Sachen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist mir aber auch egal. Also für unseren Teig kommen jetzt noch 250 Milliliter Milch zu den angeschmelzten, angeschwitzten Zwiebeln. Ich muss da auch noch mal ein bisschen von den Zwiebeln runterschieben. Da haben sich doch noch mal ein paar oben festgesetzt. Das Ganze wird jetzt eine Minute noch mal auf 50 Grad. Stufe 1 erhitzt. Und dann geht's weiter. So, die Milch ist erhitzt und es geht weiter hier mit unserem Knödelteig. 3 Eier kommen noch hinzu. Größe M. Eine wirklich gute Handvoll Petersilie. Die habe ich schon mal grob gehackt. Ich mag Petersilie, reich an Vitamin C. Dann ein Teelöffelchen Salz, eine Prise Pfeffer und eine Prise, ja, ein Viertel Teelöffel würde ich sagen, Muskat. Ja, da kann man ruhig ein bisschen nehmen, weil die Brezeln, die nehmen ja echt einiges an Geschmack auf. Das Ganze wird jetzt 10 Sekunden Stufe 3 miteinander vermischt. Und sobald das miteinander vermischt ist, kommt das hier in die Schüssel rein und wird mit unseren altbackenen Brezelscheiben vermischt. Ich ziehe schon mal die Ringe aus, weil ich keine Lust habe, die nachher im Teig zu suchen. Wie gesagt, das Ganze hier rein. So. Und dann wird gepanscht. Das Ganze schön miteinander vermischen. In der Schüssel und stehen lassen. Quellen, ja, dass die Brezeln schön den Milch, Eier, Zwiebel, Petersilie, Gewürzsud aufnehmen. Alles klar. Ich stelle das jetzt zur Seite und dann machen wir uns an die Vorbereitung vom Biergulasch. Unser Knödelteig zieht langsam aber sicher vor sich hin und ich habe die Vorbereitung für unser Gulasch schon mal für euch hier begonnen. Wie das Ganze jetzt zubereitet wird, erkläre ich euch. Wir brauchen 2 größere Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen. Das Ganze wird üblicherweise 5 Sekunden Stufe 5 in unserem Kessel miteinander, nicht miteinander, untereinander. Es wird geschreddert, ja? Also 5 Sekunden Stufe 5. Dann geben wir 20 Gramm Öl dazu. Das mache ich jetzt hier über die Waage. Aber nicht vergessen, vorher mit dem Spatel oben
die Sachen runterschieben, dass die auch schön angedünstet werden. Denn, wie gesagt, Öl kommt jetzt dazu. 20 Gramm. Ah, ich muss jetzt aber echt die Augen zusammenkneifen. Mir tränen gerade die Augen von den Zwiebeln. Aber die werden jetzt auch angedünstet. 3 Minuten auf Varoma-Stufe. Geschwindigkeit 1. Also 3 Minuten Varoma-Stufe 1. So. Ich muss mal Hände waschen gehen. So, Zwiebeln, Knoblauch angedünstet. Und es geht weiter mit unserem Biergulasch. 750 Gramm Rindergulasch habe ich mir von meinem Metzger machen lassen. Die kommen jetzt ebenfalls hier rein. Klatsch. Und dazu 400 Gramm Wasser. Das ist übrigens ein Rezept für den TM5. Ja, beim TM31, da müssen wir euch mal ausrechnen und vielleicht in die PDF bzw. unten in die Videobeschreibung schreiben, wie viel Wasser und wie viel Bier man da reinmacht. Weil das wird, glaube ich, jetzt echt voll. Ja, und der TM31 ist ja ein Stück kleiner als der TM5. Denn es kommt eine komplette Flasche Bier dran. Ha! Ich empfehle euch allerdings 2 Flaschen Bier. Eine gießt ihr in den Koch, die andere ins Gulasch. Dunkles Bier. Ja, einfach auch wegen der Farbe. Ich habe jetzt hier so eins aus dem Norden, weil das so schön ploppt. Ja. Könnt aber jedes dunkle Bier nehmen. Ich würde kein Weizenbier nehmen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. So, dann 1 Esslöffel Tomatenmark. Kommt da rein. Ah, dann machen wir jetzt hier mal mit Augenmaß. Passt. Dann brauchen wir Salz. 1 Teelöffel. Ein bisschen Pfeffer. So 1/4 Teelöffel ungefähr. Und dann einen guten Schuss, so 1 Teelöffel etwa, Paprika edelsüß ebenfalls noch rein. Nachwürzen könnt ihr das nachher immer, aber ich denke, so ein Gulasch, das kann wirklich ja auch kräftig schmecken. Das Ganze wird jetzt im Linkslauf, Stufe 1, 35 Minuten auf die Varoma-Stufe gebracht. Oder nicht 35 Minuten auf die gebracht, sondern 35 Minuten in Varoma-Stufe zubereitet. Und zwar sind das die ersten 35 Minuten. Wichtig, wie gesagt, der Linkslauf, damit ihr das Fleisch nicht irgendwie zerkleinert. So, da brauche ich jetzt ein bisschen zum Anlaufen. 35 Minuten zuerst. In der Zeit bereiten wir hier unsere Knödel vor. Also die Brezelknödelmischung, die habe ich jetzt mal kräftig durchgemischt. Und laut Rezept soll man die jetzt in so einen Bratschlauch machen. Ich habe das so auch noch nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das hält, aber wir werden es sehen. Ja? Denn dafür ist die Wunderkesselküche da, dass wir eure Forumrezepte ausprobieren und dann euch auch wirklich sagen können, was gut funktioniert hat und was nicht. Ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Bratschlauch benutzt. Das ist heute das erste Mal. Ja? Das hier kenne ich, das ist ein Kabelbinder, das habe ich schon mal benutzt. Das kenne ich, das hält auch einigermaßen. So, das sind also 2 Hälften, die ich da jetzt habe. Und füllen wir mal ein hier. Hätte ich vielleicht vorher aufgemacht, habe ich eben auch. So, und dann bringt man das so ein bisschen in Form. Möglichst ohne Sauerei. Irgendwann ist immer das erste Mal. Das ist das, was ich so spannend hier finde. Wofür ich auch mal der Redaktion sehr dankbar bin, dass sie mir immer tolle Sachen aussuchen, wo ich sage, habe ich noch nie gemacht. Wie geht denn das? So, ich wasche mir mal die Hände, bevor ich hier weiter knete. So. Auch hier auf die andere Seite einen von diesen Kabelbindern. Vielleicht sollte man mal richtige Kabelbinder nehmen. Das wäre auch lustig. Also ein bisschen zumindest schon mal in Form bringen. Ich bin echt gespannt. Weil da ist ein Haufen, ich weiß nicht, der Bratschlauch, der ist ja riesengroß. Ich weiß nicht. Nasse Hände, super. Ob das nicht doch suboptimal ist. Aber ich knete das jetzt hier nochmal ordentlich durch. Also so wie es aussieht, könnte das funktionieren, ja? Könnte. Ich
Ich bin echt gespannt. Ja. So, das Ganze kommt in den Varoma. Und zwar in den Einlegeboden. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich meinen Varoma habe, würde ich es direkt machen. Aber da wir ja jetzt noch 27 Minuten Zeit haben, bis das Gulasch soweit ist, dass man quasi den Varoma draufstellen kann und das noch weiter kocht, kann ich meinen Varoma suchen. Bis gleich. So, wir sind schon in der Abkühlphase unseres ersten 35 Minuten Garvorgangs. Was ich in der Zwischenzeit noch gemacht habe, ist, ich habe zwei Karotten halbiert und entsprechend in Scheiben geschnitten, hier unten in den Varoma reingelegt und ja, das haben wir ja schon gesehen, hier die Brezelknödelmasse in Bratschläuche gefüllt. Das Ganze kommt hier in den Varoma Einlegeboden. Ihr setzt das Ganze auf den Kessel, Deckel Feuer ab. Es riecht übrigens schon sehr, sehr gut und sieht auch schon gut aus, braucht aber jetzt noch einmal 30 Minuten. Also, es ist zwar ein One-Pot-Gericht und die, sage ich mal, Vorbereitungs- und Arbeitszeit ist nicht besonders lange. Dafür halt eben die Zubereitungszeit, ja, mit 65 Minuten doch relativ lange. 30 Minuten nochmal, Varoma, das Ganze Linkslauf in der Sanftrührstufe. Und dann können wir endlich probieren, wie unser Bierfleisch-Gulasch hier schmeckt. So, 65 Minuten ist es jetzt gesamt gelaufen, unser Gulasch. Warum mache ich jetzt wieder zu? Weiß ich auch nicht. Wir machen jetzt auf. Und am gespanntesten bin ich ja hier auf die Knödel. Na, schauen wir mal. Ich stelle das jetzt erstmal ab. Ich mache jetzt die gedünsteten Karotten hier noch in unser Gulasch rein. Bei Gulasch ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass man Angst hat, dass es zäh wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich rühre das jetzt einfach hier mit dem Spatel so ein bisschen unter. Also es riecht sehr gut. Das muss man sagen. Es riecht wirklich fantastisch. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie unsere Bratschlauch-Brezel-Knödel geworden sind. Ich schneide das jetzt mal auf hier. Aha. Ich bin überrascht. Wirklich. Also das hätte ich eben von der Konsistenz des Teiges her nicht gedacht, dass das so wird. Ne, das ist richtig genauso, wie es sein soll. Cool, cool, cool. Dann beseitige ich mal das Massaker hier und richte uns mal einen Teller an zum Probieren. So, wenn es jetzt auch so schmeckt, wie es aussieht und vor allen Dingen auch, wie es riecht, und ich rieche es, obwohl ich wirklich erkältet bin, dann bin ich begeistert. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus und von diesen Brezelknödeln bin ich echt begeistert. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass die so fest auch bleiben. Ich dachte eher, das wird nachher so eine Pampe, aber nein. Da mal ein großes Lob an unsere Forenleute. Da habt ihr wirklich was Tolles geschaffen. Erstmal nur Knödel mit Soße, Kloß mit Soße. Und dann das Fleisch. Ich bin sehr gespannt. Hm. Das schmeckt wie im Wirtshaus. Wirklich, echt, echt klasse. Ich glaube, die Soße kann man noch ein bisschen abschmecken mit Pfeffer, Salz, vielleicht noch ein bisschen Paprika. Das müsst ihr dann entscheiden. So ist es ganz gut, aber da kann durchaus noch ein bisschen mehr Würze dran. Ja? Aber wie gesagt, nachwürzen geht immer. Die Knödel sind der Hammer. Mit der Petersilie und so weiter und so fort. Das ist richtig lecker. Also die schmecken richtig gut, haben auch eine schöne Konsistenz. Jetzt kommt das Fleisch. Ich bin gespannt, ob 65 Minuten gereicht haben. Durch ist es. Wen wundert's, aber hoffentlich nicht zäh. Fantastisch. Ohne Spaß. Absolut perfekt. Echt. Gibt von mir 2 Daumen nach oben.
Richtig, richtig gut. Wie gesagt, gerne noch ein bisschen nachwürzen, Pfeffer, Salz, vielleicht auch einen Schuss Tabasco. Ja? Also ich würde mir da jetzt gleich noch ein bisschen was draufwürzen. Aber so von der Konsistenz her, vom Geschmack her, ist das wirklich, wirklich großartig. Da ist nichts Zähes, es ist geil. Ich bin begeistert. Absolut. 2 Daumen nach oben. Und von euch hoffentlich mindestens 1 Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert gerne, ob ihr das mal ausprobiert habt. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wie man diese Knödel ohne diesen Bratenschlauch hinbekommt. Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr Ideen habt, das Ganze plastikfrei, ne? Also das ist ja immer so, Plastik vermeiden, schreibt mir das mal. Das würde mich echt interessieren, weil da muss es ja noch eine Alternative geben. Ansonsten solltet ihr den Kanal auf jeden Fall abonnieren und schaut doch mal in unser Forum rein, in den Wunderkessel, denn da gibt es die besten Rezepte rund um den Thermomix. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.